So, entspanntes Zerschlagen von Ressourcen noch heute Nacht. Wir haben ja letztes Mal die Evocation Site aufgemacht. Damit habe ich ja so gesehen aufgehört im letzten Stream. Und jetzt sollte man zukünftig in der Lage sein, ja, lass mich nicht lügen. Man soll ja jetzt 4 Energiezellen holen. Wobei ich nicht sicher bin, ob man das Spiel schon abschließen kann, weil es ist ja Early Access und es fehlt natürlich auch noch ein bisschen. Ja, stimmt ja. Schnellreise gibt es nur ausgehend von den... Von denen hier. Was mir nichts bringt. Ich muss von hier aus nach Süden gehen. Manuell. Wie Gesindel. Bei 3 wunderbaren Weingütern arbeiten und da Wein keltern. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Okay, so viel Schaden kriege ich hin. Und von hier aus komme ich nach Süden. Grüße, Dr. Wolfenstein. Die Lese schon seit 2 Monaten rum, jetzt wird nichts mehr gekeltert. Oh. Da war ja was. Ich hätte einfach vorne durch die Tür rausgehen sollen. Anstatt hier so einen Unsinn zu machen. Wo will ich denn hin hier lang? So, währenddessen kann ich ja euch fragen, was ihr noch alles macht. Ich guck Stream. Ich auch. Ich auch. Herr der Ringe online. Soll ja wirklich noch aktive Spieler geben.
Ich habe über das Spiel übrigens gelernt, man kann bis jetzt erst nur Level 20 werden. Ab da ist Leveln irrelevant, weil darüber hinaus halt keine weiteren Gegenstände existieren, oder beziehungsweise die Skills. Das sind halt diese Skills, die auf Level 99 jetzt stehen schon. Ah, Talim Gorn spielt Monster Hunter. Ach, darüber haben die Leute die Tage auch wieder so viel geredet, dass ich das fast schon wieder installiert habe. Ein Zombie ist von EP kaum mehr wert als irgendwelche Ressourcen sammeln. Erschreckend. So, war ich hier? Bestimmt. Habe ich aber da nicht ausgeräumt, weil... Leider abgeschlossen. Oh, Gräber. Da hätte gedacht, dass es in Gräbern was Vernünftiges gibt. Ich habe bei Larry erstmal genug Gräber ausgehoben. Und in Monkey Island damals. Mein Fehler. Das ist eine komische Pflanze, die anscheinend Giftfelder rumsprüht. Ich habe gerade das Ausweichen wieder entdeckt. Ach, was für ein Unsinn, ey. Soll ich Ausweichen auch mehr benutzen? Aber Monster Hunter ist einfach so ein Spiel, was so viel Zeit kostet. Weil dann musst du dieses Spiel atmen. Dup.
Also hier war ich definitiv, weil der Raum sieht ziemlich leer aus. Den kenne ich ja auch. Da ist schon mal das Haus. Ach, ich dämlichen Rehe. Das in Monster Hunter World nur 300 Stunden, das ist aber gar nicht mal so viel. Ich glaube, da habe ich sogar mehr Stunden im Monster Hunter World. Sweltering Head Reach XP Level 13. Komm zurück, wenn, wenn du den Wert erreicht hast. Oh, und dann kommen wir da gar nicht direkt durch. Was wollte ich noch sagen? Ich weiß gar nicht, ob man das Spiel hier im Moment abschließen kann. Und die Energiezellen finden kann. Aber ich glaube, vielleicht schon. Mal sehen. Wenn nicht, dann wird das Let's Play einfach enden irgendwann. Dann sage ich aber noch, okay, ab hier und nicht weiter. Aber ich finde es schon sehr entspannt. Mehr Materialien zu finden beim Suchen. Entschuldigung. Müsst doch mal schauen wegen... Wie heißt das? Ich hab da oben die Farm gehabt und in der Farm habe ich doch Sachen angepflanzt. Die müssen schon lange gewachsen sein, da ich die einsammeln kann einmal. Vor allem, um das ein oder andere Rezept mal zu benutzen. Das sieht schon mal so aus, wenn ich da nicht lang darf. Das Spiel ist nicht nur interessant, es ist auch ganz nett.
5 Mortarpots zerstören in 80 Sekunden. Das Spiel ist ganz nett und ist halt ein süßes kleines Game für so Survival, Zombie und Zusammenbastelkram. Mein Gott, es hatte Temperaturzone unten und mir ist zu heiß, ich kann da nicht runtergehen. Dabei ist doch schon nachts. A system of rationing has been put in place. We still have an abundance of food and supplies, but we need to conserve our strength for later. This is an automated recording center, K23, the Crown Station. Naja, du magst mich nicht da oben, ist schon okay. Ich bin nur kurz noch hier. Natürlich die Frage, kann ich wirklich nicht nach unten links gehen? Töte mich nicht! Hoffentlich zählt das Campfire jetzt. Ja. Am I too to fall? Am I to leave this haven of my rest? This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Habe ich immer nicht das... Ja, weil ich nie die dämlichen Viecher jage. Der Vulkanpass. Entschuldigung, aua.
Au. Ich glaube, die Hitzeanzeige steigt nicht weiter. Jetzt schon. Ins Wasser zu stürzen ist wahrscheinlich keine Hilfe. Na toll. Und ja, ich sterbe gerade, weil es zu warm ist. Und hier werde ich wahrscheinlich auch nicht abkürzen können. Also nicht abkürzen, sondern abkühlen. Und das Wasser ist natürlich tödlich, auch für die Toten. Dann mal eben raus aus dem Gebiet hier. Oh nein. Das ist der Abgrund, über den ich nicht rüberkam. Boah, wie lange ist es denn heiß noch? Ja, verdammte Hacke nochmal. Lass ihn nicht sterben! Und du startest natürlich da unten am Lagerfeuer und nicht da am Lagerfeuer, was viel sinnvoller wäre. Aber hier links oben gab es, glaube ich, ein Tor. Oh, bitte geh auf. Super. Lass mich raten, dann ist das immer noch zu heiß. Yeah.
Oh, danke schön. Es ist sofort gestorben. Da hat jemand Anarchiezeichen auf dem Boden gemalt. Bestimmt freundliche Leute. Dich muss ich kaputt machen wegen Eisen. Das war so klar, dass er die Blätter aufsammelt. Da unten ans Lagerfeuer gehen. Dann immer eben so einen Schlafsack craften. Habe ich eh schon lange genug vor mich hergeschoben. Oh, der Schlafsack wirkt anscheinend nur einmal. Oh, ich hatte gar keinen Loot in meiner Leiche drin. Tja, wenn ich nicht dahin kann, wo soll ich dann hin? Wenn ich wegen der Hitze dann nicht runter kann. Erstmal zum Link Tower zurück. Aber ich wette, im Norden ist es zu kalt dann. Upsala, ich muss hier weg. Nicht wegen ihm, sondern deshalb. Yeah!
was irgendwo stand, was mit den Temperaturen. Ja, minus 15 bis 30 Grad. Wahrscheinlich gibt es irgendein Trinket, was ich craften kann, wodurch ich höhere Temperaturen aushalte. Moment, war das Haus nicht verschlossen? Zieh die Winterausstattung aus. Minus 10 bis 30 Grad. Gar nichts anhaben, minus 10 bis 30 Grad. Du kriegst durch Ausrüstung keine Nachteile. Oh shit. Ich habe aus Versehen Bandagieren gedrückt. Aber ich dachte, die Messer wären noch. Das ergibt keinen Sinn in deiner Welt. In der Welt im Gameplay macht das Sinn. Macht doch keinen Sinn, alles mit dem Brecheisen kaputt zu schlagen. Und das wird dann letztendlich zu Material. Ich wette, mit dem Hut kriegst du 5 Grad nach oben. Also nicht beim Crafting, dem Boni-Head. Weil dafür muss ich 3 von den Rentieren, von den Rehen erwischen. Kann ich nicht den Scheiß bekommen durch... Ach, keine Ahnung. Kann ich nicht Fischleder benutzen? Auch viel besser. Blätter kriege ich überall her. Oh!
Boah, der gibt Knochen. Kein Mensch braucht diese Kackknochen. Also zur Zeit, später brauche ich bestimmt mal. Ich glaube, es mal zur Farm hoch. Meine ganzen Setzlinge einsammeln. Vielleicht habe ich ja Glück und krieg unterwegs mal. Einen dämlichen Hirsch vor die Flinte. Ich wünsche, ich hätte eine Flinte für die. Tomatenernte, juhu! Und Kartoffelernte. Und Mais. Oh, ein Heuhaufen. Muss ich ihn auch in Brand setzen? Ach so, ein zu wenig. Das muss genau richtig sein. Kann natürlich auch sein. So, Fish and Chips. Ja, das kann ich noch nicht machen. Dann gebe ich nämlich das ganze Weed raus. Und kann nichts mehr anpflanzen. Danke, großer Reifen.
wollte nur ein paar Blätter noch mit einsammeln. Weil die brauche ich ja, um die Felder zu vorzubereiten. Also um weitere Anpflanzslots zu bekommen. Wenn wir jetzt schon mal ein paar anlegen, können wir die Hake auch direkt nochmal rausholen. So, das war's. Was ist los, mein Schatz? Willst du sehen, wie ich Kartoffeln in die Erde stecke? Das ist nicht so spannend, wie du denkst, vielleicht, Mäuschen. Die Situation könnte dich überraschen. Dann kannst du ein bisschen zugucken, wie wir Farming machen. Du siehst den eh nicht, weil schwarzer Mops auf schwarzem T-Shirt. Guck, da ist sein Kopf und man sieht ihn überhaupt nicht. Ich habe die neuen Folgen von Star Trek und Mandalorian von letzter Woche gesehen, noch nicht von dieser Woche. Ich gucke die immer sonntags zusammen mit meinem Vater. So, das wächst jetzt erstmal 8000 Tage. Nein, so lange dauert es nicht. Das ist wirklich sehr human. Ach, Beiter, du bist so süß, wenn du mal bei einem sitzt. Auch wenn du manchmal echt ein nerviger Hund bist. Der Dreh ist nicht wegen mir weggelaufen. So ein dämlicher Toter jagt das nämlich. Ich hoffe, ihr schafft es. Boah, ich krieg leichter kaputt als das Reh. Gucken wir mal, wie es in der Stadt da oben aussieht.